Ach so, nee, ist ja Dings mit dem Drachen. Ja. So, welche Richtung muss ich jetzt laufen? Gerade mal zurück. Genau. Ich hol mal die Gerade. Jo. So, Gerade, komm. Grabbe take Gerade, two. gerade. Gerade, gerade, gerade. Krabbe die Klappe die zweite. zweite. Genau. Wie? Krabbe die zweite. Nicht Klappe, Krabbe. Ja, genau, Krabbe. Krabbe die zweite. Wie weit soll ich noch laufen? Die Stopp, Krabbe stopp, kommt. stopp. Wenn sie noch hinter mir ist. Ja, noch. Ja. Ist auch praktisch mit Noch diesem machst du. Fernglas. Ich sehe jetzt genau auch, ob ich getroffen habe wegen Torpor. Weil man kann mit dem Fernglas auch Waffen nutzen gleichzeitig. Ist echt genial. Ich denke sie ja mal. Ja, so bringt's nichts. Ich Die muss zu uns. na. Ich wollte gerade sie so hinstellen, dass das Hinterteil trifft. Ich muss, so treffe ich nur die Beine. So treffe ich Ah, gar okay. nichts. Die muss Warte. hierher zu uns, dann muss sie Lilly Richtig. bolern und dann kann ich drauf schießen, weil so treffe ich irgendwas anderes. Nah genug? Jetzt bohlen. Jetzt Noch steht sie nicht? schräg. Aber die muss zu Jetzt uns müsste es. gucken. Nee, die muss zu uns gucken. Wie meinst du? Zu uns. Wenn sie hier, ja, wenn sie hier von vorne trifft, dann trifft sie ja den Hinterteil nicht. Ja, wir müssen den Kopf treffen. Jetzt? Das Hinterteil Ja? ist das schwache Glied. Nee, Ja? der Kopf. Aha. Gebolert. Jetzt habe ich die Scheren im Visier, da warte ich. Jetzt steht es ein bisschen schief. Und dann weiß ich nicht, was mein Cousin mir erzählt hat mit dem Hinterteil. Also ich kenne das, dass man den Kopf treffen muss. Wie beim Golem Okay. auch, da muss er auch den Kopf treffen. Jetzt? Aha. Jetzt! Mein Drache hört schon was aus, also tanken kann ich. Ja, ich habe 800 Torpor jetzt drauf auf der Grabbe. Das Bohlen 1300. hat jetzt irgendwie gar nichts gebracht. Dann wart mal kurz. Vielleicht dauert es immer, hat es Bolan an Cooldown, weißt? Aber so treffe ich sie perfekt. Jetzt ist sie Jawohl. gebohlert. Und mein Drache hält auch was aus. 4000. 5000. Liegt. Was frisst die überhaupt? Fleisch, verdorbenes Fleisch, Trockenfutter, Carbonemis-Ei. Gut, verdorbenes Fleisch habe ich eine Menge. Gebe ich einmal rein. Ich Hell habe war 1315. jetzt voll easy. Wenn du noch was brauchst im Drachen, ist genug Fleisch. Ja, ich Ich weiß habe nicht. Hammelfleisch auch drin. Wollte gerade sagen, ob die auch Hammel frisst. Hauen wir mal ein bisschen Probier's Hammel mal. rein. Weil Hammel geht ja immer schneller wie das andere Zeug. Versuch mal den Fisch auch. Vielleicht Ich frisst du steig den mal Fisch kurz auch. ab. Jo. Genial. Wir haben eine Krabbe gelegt. Yeah! Nachdem uns die letzte so verarscht hat. Ja, die hat uns wirklich verarscht, oder? Ja. Wir sind ja eine halbe Stunde hinterher gerannt und die hat immer noch gelacht. Der Drache hat nicht mal irgendwie einen Kratzer abbekommen. Ja. Jetzt weiß ich, er hält was aus. Und mit dem gehe ich sowieso zum Boss. Der ist für den Bosskampf schon bereit. Ja, wenn du gekalbt hast, dann geh mal los. Misch! Ja, klar. Schon? Gekalbt! nicht hier beißen. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Oder Radius. Hast du die jetzt getroffen? Bin mir nicht sicher. Ich muss jetzt eh mal zurück kurz. Nein, 100% effizient. Okay, kommst du dann gucken. So chat Ja. man. Müssen wir sie wieder aufwecken und nochmal betäuben? Na. War doch jetzt eh easy. Ja, voll. Gut, das hat einmal fressen hat 4,9% gebracht. Ach du Scheiße. Okay. Was Ui. braucht den Sattel oder können wir. Foxy, wir hören dich bei dir bitte doppelt. Ja. Ja. Keine Ahnung, woran das liegt. Weiß ich nicht. Ich mache nichts anderes. Dein Mikro zu nah an der Dings. Ich habe das aufgesetzt. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Prozent haben wir schon. Und wir hören uns bei dir immer noch doppelt. Jetzt ist weg. Ich hab keine Ahnung, woran das liegt, wenn ich nichts mache.
Deswegen ist jetzt der Dorf gesetzt. Aber wir sind schon drauf gekommen, wir haben auch mit der Verbindung dauernd irgendwelche Probleme. Ist die Krabbe irgendwie eine Spinne oder? Die hat vier Augen. Eine Spinnenkrabbe. Ja, irgend sowas. Der hat vier Augen. Frisst ihr einmal Fleisch? Also weg ist das Echo nicht, gell? Nee, jetzt ist wieder da. Ja. Ich nehme mal das andere Fleisch raus, mal gucken. Na gut, jetzt warst du abgehakt. Ich höre mich trotzdem doppelt. Ja. Oh, wie macht man das beim Discord wieder? So, Einstellungen. Schau. Mal gucken, ob sie Hammel frisst. Eingabe Lautstärke ist voll. Die frisst kein Hammel. Nicht? Nee, wenn ich das andere Fleisch rausnehme, steht da, lege Fleisch ins Inventar. Aha. Also Hammel frisst sie nicht. Verdorbene schon. Verdorbene und normale. Ja, normales habe ich auch. Ja, das sollte, glaube ich, reichen, was da drin liegt. So, jetzt kann sie fressen. Es müsste aber ja auch alles passen. Ich habe ja nichts umgestellt. Echo-Unterdrückung ist an. Ja, das klingt so, als wäre dein Mikro zu nah am Lautsprecher und das ist dann nochmal das aufnimmt, was wir sagen. Die Lautsprecher sind nicht mal an jetzt. Erstens und zweitens, ich hab's ja jetzt schon drauf. Wie geht das? Das weiß ich nicht. Deine Technik? Hast du bei Einstellungen, bei Audio-Einstellungen, bei Sound? Moment. Kannst gucken, ob du Wiedergabegeräte das Mikrofon drin hast. Das hört sich irgendwie für mich danach an. Mikrofon, Wiedergabe. Also Wiedergabegeräte. Du meinst jetzt bei Sprache und Video? Also du gehst bei deinem, also Lautsprecher, weißt du, wo es bei den Soundeinstellungen halt. Sound gibt's da nur den Reiter. Von Windows, nicht von Discord. Genau. Ach so. Discord liegt's nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Ah, wo gehe ich denn da jetzt wieder rein? In deiner Leiste hast du so einen kleinen Lautsprecher-Symbol auf der rechten Seite unten drinne. Yes. Da klickst rechts drauf und dann auf Sound. System Sound, der ist ganz unten. Nee, in die Mikro. System Sound nicht. Mikro und hier Aufnahmegeräte, Wiedergabegeräte. Warum steht hier ein Dodio? Weil ich den gezähmt habe, weil ich Langeweile hatte. Achso. Dann schon, warum steht hier ein gezähmter Dodo von uns? Hä? Ach, denn der hier? Steht denn der überhaupt jetzt so froh? Bist denn du? Hier oben bei diesen, beim Teleporter. Ach da. Geht's jetzt besser? Mal gucken. Ja. Bis jetzt, ja. Also bis jetzt. Ich hab jetzt nur den Lautsprecher sozusagen beim Gerät auf die Hälfte. Mhm. Hm. Machst du nur mit dem Dodo jetzt, so? Wir stehen auf dem Teleporter, dann kannst du ihn mitnehmen. Ach so. Oder willst du den hier aussetzen? Nö. Der ist mir so in die Faust gelaufen. In die Faust? Naja, einmal zugehauen und betäubt ist er. Armer Dodo. Habe ich schnell Bären gesammelt und dann war er. Okay, probieren wir es mal so vielleicht. Ja. Ja, bis jetzt geht's. Also bei mir zumindest. Ja. Ich höre jetzt nichts mehr doppelt. Bitte? Ich höre jetzt gerade nichts mehr doppelt, also bis jetzt klingt's gut. Ja, okay. Für mich auch. Wenn nichts war's. Und die Krabbe ist schon bei 31%. Ich sammle weiter fleißig Knochen. Ich denk's mal gerade, bei dem Loch war schon wer. Ich will auch ganz nicht schon sammeln. Karkinus-Sattel. Geh ich da vorne schon. So. Naja. Bist du mal kurz hier in der Nähe, Lilly? Ja. Dann gehe ich mal schnell so einen Sattel herstellen. Okay. Du bist ja auch mit deinem Drachen unterwegs, Foxy. Ich laufe zu Fuß. Ja, im Prinzip kannst du auf der Stelle stehen bleiben. Ich hab da was gefunden.
Soll ich ein bisschen Fleisch füttern oder so? Was wird's da? Ob ich ihr Fleisch füttern soll, der Krabbe? Nee, die muss alleine fressen, sonst zählt das nicht. Okay. Also nur im Auge behalten, dass halt da nichts jetzt die Krabbe angreift. Das wäre nämlich fatal. Ich verteidige sie mit meinem Leben. Okay. Ich lass da mal den Drachen da. Genau. Schlitzohr ist auch da, dann kann nichts passieren. Richtig. Werde ich mal kurz mal allein. Nein, da krieg ich an. Weg, weg ist er. Kommst du gleich wieder zurück. Weg ist er. Ich hab ja deinen Drachen. Also den komme ich ja mit Schlitzohr wieder zurück. Ich laufe ja nur zu meiner Base rauf. Ist ja gleich da um die Ecke. Ja. Pilzholz brauchen wir noch. Ja, Lucifer, wo bist du? Da bist du. Hab schon. So, Schlitzohr nehmen wir wieder mit. Lucifer. Für die. Schlitzohr, komm. So. Oh, das schaut doch gut aus. 146%. Na, ist gut. Zwei Stunden noch. Ja, der Paraseer ist, hat noch 45 Minuten, dann ist er. Ich habe hier noch an einer Base stehen mit 184, der kalt bald. Ist zwei gleich zähmt? Ich habe zwei gezähmt. Und dass wir nicht wieder in Bedrängnis kommen, da habe ich gleich ein Männchen und ein Weibchen. Eigentlich hatte ich den mit ein paar 80 gezähmt und dann ist mir noch ein 120 über den Weg gelaufen, habe ich gedacht, nee, den muss ich mitnehmen. Schlitzohr ist wieder da. Schlitzohr, komm. Hattest du nochmal nach dem Eichen geguckt, der Lilly? Wie bitte? Nach dem Ei? Nö. Ja. Aber ich glaube, das sollten wir jetzt dann mal. Und mein Reaper ist auch endlich ausgewachsen. Juhu. Und noch nicht gestorben. Sag mir, muss nie. Der stirbt nicht. Ja, sag mal! Bist du Lupi? Was war denn da los? Ja, aber wie? Er war mutig. Was war denn hier los? Er hat gedacht, er kann uns schaffen. Oh, denke nicht, du Rastor. Was dachte er? Dann teleporte ich mal zu Angel. Ich weiß halt jetzt nicht mit, wie Krabbe gezähmt wird, aber egal. Ich beeil mich. Oh ja, die ist ja erst bei der Hälfte. Ja. Ich dauert noch ein bisschen. Na, die stand gut, die konnte man schön treffen. Super. Haben wir nicht mal gebolert. Also groß bolern brauchen. Nö, die stand ja fast fest, also. Ja, ja. Okay. Die hat sich irgendwie in Foxys Drachen verkrallt. 59 Knochen haben wir jetzt dran. So schön. Drachen. Dann können wir den ersten Skin schon herstellen. Schön. Fleißig. Wie schnell spawnen diese komischen Häufchen hier? Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen, wenn sie halt da sind. Okay. Oh, 10 Minuten braucht er noch. Ja, dann nehmen und legen in diesen Eidingsterbumster da rein, wo die Eier da zu sehen sind, da verfällt er nicht. Dann können wir hier in Ruhe weitermachen und dann ist alles so. Verderben tut er erst. Da steht 7, dann 23, dann 12. Oh ja. 7 Tage. Nee, ich meine jetzt aber auch mit Schlüpfen. Man schlüpft da und dann ist keiner da. Ach so. Also ich aufheben, sagst du? Genau, und dann in dieses Ei-Ding, da wo die Eier in der Form zu sehen sind, da reinlegen, da verdirbt er dann auch nicht so schnell. Ja, also 7 Tage, glaube ich, jetzt würde er im Inventar auch nicht verderben. Naja, aber dann ist er sicher, dass er bleibt da sicher sozusagen bei mir in meiner Base und... Ja. Aber irgendwie höre ich mich gerade auch doppelt wieder. Leider. Ich hab doch gar nichts gesagt.
Führen wir Selbstgespräche mit uns. Ich höre Stimmen. Ich höre lebende Menschen. Irgendwas stimmt hier nicht. Prozent. Ja, das war jetzt ja auch schon die Krabbe. Die Krabbe. Kann man Krabben eigentlich züchten? Das wollte ich auch schon fragen. Mag auch nämlich schon eine. Ja, aber kann man die züchten? Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Aber es wäre interessant. Mhm. So eine Babykrabbe, so ein Mini-Krebs. Ja. Oh, Knochen. Boah, warum kann ich jetzt meinen Vogel nicht aufheben? Das gibt's doch nicht, oder? Keine Ahnung. Ist was anders auf der Schulter? Nee. War der falsche Vogel. Okay. Der falsche. Lilly hat einen Vogel. Mhm. Oh, falschen. Den falschen. Im Club. Oh Mann. Ich glaube, einen Vogel haben wir alle ein bisschen. Ein roter Skorpion. Das macht das Leben lebenswert. Genau. Ich glaube, es muss. Bist du ruhig, Vogel? Bist du ruhig? Und wieder insgesamt schon 3 Knochen. Ja, mein Vogel hat irgendwie einen Defekt. Manchmal pfeift er einfach die Tetris-Musik und auch das ist manchmal einfach nur irgendwie. Hier steht ein Dodo. Ja, dem, wenn du den ein bisschen zur Seite ziehst, dass er aus dem Kreis raus ist, dann ansonsten teleportierst du wieder mit. Den habe ich so mal aus Langeweile einfach hier getamed. Der hat uns Jack hat nach Hause geschickt. Stimmt, wo ist eigentlich unser blinder Passagier? Ich tun lieber bei dir reinstellen. Entweder ist er bei mir oder ich weiß es nicht. Das zuletzt habe ich ihn bei mir gesehen, den blinden Passagier. Hm. Dann schicken wir mal wieder mit. War immer cool. Und irgendwie ist der ein bisschen verrutscht anscheinend, dass er nicht mehr mitteleportiert. Ja, jetzt kannst du hier bleiben. Folgen deaktivieren, genau. 91%. Wow. Noch 2-mal fressen, dann ist es unsere. Ist weiblich oder männlich? Männchen. Dann nennen ihn Mr. Krabs. Oh ja. Dann brauchen wir noch die Mrs. Krabs, wa? Mhm, genau. Und dann züchten wir. Wenn's geht. Kannst du ja schon mal suchen. Soll ich? Ja, du hast einen Drachen, du fliegst rum, oder? Okay. Einfach den Fluss mal entlang, mal gucken, ob da noch ein hoher. Oder hast du ein Spyglass dabei? Nee, ich hab nur ein normales. Naja, geht ja zur Not auch. Eben. Jetzt, wo wir so eingeschossen sind und so. Nochmal bescheiden doofe Frage. Was bedeutet diese komische Maske hier unten? Drück maximal. H. Vorsicht, in der Nähe befindet sich Kreaturen mit hohem Level. Maximal Dino Wild Level erkannt. Aha. Genau. Ja, weil, das ist der Balken oder Leuchte, was eben das sagt. Anzeigt. Genau, weil die Krabbe Level 120 ist, also Max Level. Der zeigt quasi, wenn irgendwo ein wildes Tier ist mit maximalem Level, zeigt er dir das an. Aha. Ist aber blöd in der Nähe von Gewässern, weil meistens ist das ein Fisch. Ja, voll. Okay. Stimmt. Ja, ist dann meistens so ein Kackfisch, so toll. Nein, du bist männlich. Dich brauchen wir nicht. 95%. Muss ich mir jetzt beeilen. Ja, noch einmal fressen. Schon mit dem Gammelflash geht das ganz gut anscheinend. Du hast eine Karkinus-Hilfe? Wer greift mich denn an hier? Irgendwas war hier. Okay. Hat dein Drache da wahrscheinlich. Ja. Der Krebs ist unser.
Oh, jetzt hab ich's nicht mitgekriegt. Aber schön. Herzlichen Glückwunsch. So. Bringst du den jetzt erstmal weg? Oder nehmen wir den? Ah, lass mich doch mal hier raus. Der mag dich. Ja, schön, aber ich nicht so. Nicht so auf diese Art und Weise. Kann man mit der Krabbe krabben? Ja. Ah, so. Hey! Geht wirklich? Bleib mal stehen. Bleib doch mal bitte stehen. Ich steh doch schon. So, weiter. Lass mich bitte runter. Lady, kommst du auch mit her? Ja. Der will ich nur mit der anderen Schere krippen. Pass auf. Mensch, das klappt mit dem. Ja. Super. Ich will Foto schießen. Na! Dann schaut das cool aus. Oh, was ist jetzt? Nur fliegen ist schöner. Wir fliegen. Der springt. Komm, meine Füße. Aber warte, bleib mal so stehen. So, unsere cool, erste Krabbe. Warte. K-Modus, der K-Modus ist geil, wenn er in der Krabbe hängt. Ja. Aber leider kriegt nur mich drauf. Nee, warte, doch nicht. Cool. Ja, ich habe auch einen schönen K-Modus, weil ich ja von der Mitte aus von der Krabbe das dann mache. Ja. Schön. Schöne Bilder. Ja. Vor allem, die kann so. Hui. Oder mir schlecht bei. Ja. Oh Mann. Hui. Hurra. So, ich teleportiere sie erstmal irgendwo hin. Irgendwo. Wo sind wir denn jetzt hier vor lauter Schreck? Hab schon hier. Achso, weiter. Nicht heute teleportieren. Ich muss weg. Ja, gut, ich hoffe, ich bin jetzt weit genug weg. Da steht sie, glaube ich, sicher. Im Reaper-Gebiet, oder? Ja, auf alle Fälle. Da steht sie bestens. Gut. Was denn du jetzt dein Drachen, Jack? Hier, ja, sitzt drauf. Ach so, du hast sie einfach nur weg. Hast du Folgen ausgemacht und Wandern ausgemacht? Ja, klar. Ich hab's mal auf. Wo ist denn der? Den könntest du schon mal zum Teleporter navigieren und dann zu dir nach Hause teleportieren. Nicht zu dir nach Hause teleportieren, nicht zu Lilly. Und dann nehmen wir den Teleporter hier nämlich mit, weil den brauchen wir dann wieder. Der bringt uns ja hier nichts. Achso. Na, ich dachte, hier ist noch eine Krabbe in der Nähe. Wo ist denn jetzt vor der Schreck der Teleporter? Ich sehe den nicht, ist dunkel. Hier bei mir. Hier die Richtung, Angel. Ja, das ist eine weibliche Krabbe. 20. Nee. Siehst du mich? Ein bisschen nach links. Ah ja, da, okay. Ich stehe quasi drauf.